Ja, willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel im 7. Spieltag Oberliga Nord zwischen unserem ersten FC Lok und unseren Gästen von der TSG Neustrelitz. Hier im Hölzchen vor 319 Zuschauern heute. Endstand 1:1. Das erste Tor erzielten unsere Gäste in der 70. Minute und den absolut verdienten Ausgleich zum 1:1 dann sehr spät in der 90. Und damit halt dieses Unentschieden hier heute gegen den Tabellenvierten. Ich begrüße beide Trainer, den Gästetrainer Thomas Grzegorczyk, und unseren Trainer Daniel Fest und bitte auch gleich den Gästetrainer die Einschätzung des heutigen Spiels. Ja, guten Tag. Ja, haben Sie schon viel gesagt. So, ich sage so, dass auf jeden Fall verdiente Punkt. Ich muss sagen, so, dass wir haben kompakt gestanden, vorbei auch nichts ganz. In der ersten Halbzeit, der Gegner hat zu viele Chancen, hat das selber nichts gemacht. Und vorne, ich sage so, dass unsere Djibo soll auch zwei Tore selber schießen. Und unser Problem ist, das ist schon das fünfte Spiel, wo wir sind ungeschlagen. Wir haben drei Spiele 1-0 gewonnen und zwei von diesen fünf, wir haben 1-1 gespielt. Und in der 90. Minute in Wismar, wir kriegen Ausgleich und heute auch gerade Ausgleich. Meine Mannschaft, Problem ist, so dass aus dem Spiel, wir schießen zu wenig Tore, kannst du nicht einfach durch Standards schießen Tor und einfach wackeln zum letzten Minute um 1-0. Und daran, wir werden arbeiten, sich verbessern. Wir haben schon gleich Chance am Dienstag gegen TB. Ist schon guter Gegner. Und Glückwunsch für Punkt. Ich sage so, ich weiß nicht, warum steht ihr so unter in Tabelle. So sehr gute Mannschaft, schönes Stadion. Auch ich wünsche immer für mich selber als Trainer immer so viele Zuschauer in Spiel. Deswegen so, ich wünsche euch alles Beste. Und wirklich hat ihr verdient diese Punkte. Und letztendlich, wir sind zufrieden auch mit diesem Punkt und fahren wir nach Hause. Und wir werden daran weiterarbeiten, sich verbessern. Danke. Ja, vielen Dank. Und ich gebe auch gleich weiter an unseren Trainer Daniel Fest, zum ersten Mal jetzt hier auch bei der Pressekonferenz 1:1. Ich habe schon gesagt, Glückwunsch zu diesem Punkt. Deine Einschätzung bitte. Ja, erstmal hallo, meine erste Pressekonferenz, ungewohnte Situation für mich, denke aber, dass wir das irgendwie auch meistern werden. Zum Spiel ist einfach nur zu sagen für mich, dass am Ende das ein Punkt des Willens war. Ja, die Mannschaft hat gerade in der ersten Halbzeit gut gespielt, wir haben das umgesetzt, was wir gerne wollten, dass wir mutig nach vorne spielen, dass wir uns Torchancen rausarbeiten und wir hätten das gerne auch in der zweiten Halbzeit fortgesetzt, aber leider war es dann auch ein bisschen eine Kraftfrage aus meiner Sicht. Neustrelitz ist natürlich auch kein Gegner, der hier alles zulässt, hat auch tatsächlich kompakt gestanden, hat natürlich viel verhindert und am Ende bin ich natürlich überglücklich, dass wir dann in der 90. wirklich auch glücklich noch dieses Tor nach einer Ecke reinstochern, nachdem wir schon in der ersten Halbzeit viele Torchancen einfach ausgelassen haben. Und man hätte sich belohnen können. Am Ende sind wir froh, dass wir diesen Punkt haben. Ja, danke schön. Gibt es noch weitere Fragen von den Vertretern der Presse? Herr Fest, haben Sie an den Boom noch geglaubt oder an den Ausgleich? Zwischenzeitlich war ich ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen, aber als dann nachher nochmal umgestellt wurde auf Dreierkette und zweiter Stürmer kam, war ich schon noch frohen Mutes und habe auch gemerkt, dass die Mannschaft letztlich selber nicht aufgegeben hat und hat immer wieder Druck erzeugt. Ja, und den Mut hatte ich immer wieder abgefordert und als dann diese Ecke kam, habe ich natürlich alles gehofft. Und dass das nachher belohnt wurde, ja, weiß nicht, glaube ich, hat man auch an meinem Jubel gesehen, wie froh ich war, dass das am Ende noch für die Mannschaft letztlich ein wertvoller Punkt war. Sie haben den Spieler Röd reingeholt. Ja, Nils. Reingeholt und haben dafür den Schurz in das Mittelfeld beordert. Ja. Ja, war wirklich schnell. Ich sage so, das hat auch viele Probleme uns gemacht. Vorbei, unsere Jota Okamura ist schon ein guter Spieler in Defensiv, aber ich habe umgestellt, weil
ich habe so gefunden, dass einfach in Mitte, wir hatten zu riesen Loch und da wir haben gespielt so mit 4-1, 4-1 und da eine Sechser hat nichts erreicht und Gegner hat viele Bälle Zwischenformation gekriegt und auch in diese Räume richtige gute Bälle gespielt durch beide Innenverteidiger, deswegen wir haben umgestellt. Wir haben auch zwei Sechser in der zweiten Halbzeit gespielt und 4-2-3-1 und ich muss sagen, so Nils hat auch super Wechsel gemacht. Das ist auch einer von Jungen, welcher hat Riesentalent, hat auch seine Schwierigkeit so hinter sich, er hat so solche Allergie und deswegen so konnte auch nicht so seine Leistung immer präsentieren. Jetzt ist wieder gut drauf und ich hoffe so, dass am Dienstag jetzt Spiel kann auch uns helfen. Rostock, wie vom Ergebnis her? Ja, man muss schon wissen, ob man vom Ergebnis spielen will oder ob man wissen will, wie man spielt. Wir wollen natürlich weiter an das anknüpfen, was wir die letzten zwei Spiele gemacht haben, auf jeden Fall. Natürlich müssen wir uns dann auch mal mit dem Gegner beschäftigen. Ja, was ist Rostock für eine Mannschaft? Was ist das für eine, ja, wer kommt vielleicht von der ersten damit zu? Das wird sicherlich auch kein Zuckerschlecken werden, aber letztlich glaube ich, wenn wir so auftreten wie heute und auch im Spiel gegen Torgelow, dann haben wir gute Möglichkeiten, vielleicht da auch was mitzunehmen. Das muss unser Ziel sein. Ja. Danke. Ja, danke an beide Trainer. Wir haben es schon gerade erwähnt, also am Mittwoch, am Feiertag, geht es für unsere Lok dann bei Hansa 2 beim Auswärtsspiel weiter. Und hier im Hölzchen am nächsten Sonntag, dem 7. Oktober, dann gegen BSC Südbrandenburg. Unser Trainer hat es gesagt, ein Sieg des Willens. Ich denke, in der Halbzeitpause oder der Gang in die Kabine wurde von den Fans hier im Stadion mit Applaus bedacht. Und das war absolut berechtigt. Die Mannschaft lebt absolut. Sie hat gezeigt, dass sie auch Qualität hat, dass sie hier gegen den Tabellenvierten bestehen konnte. Ein Punkt erkämpft, erspielt. Und mit diesen Worten verweise ich auf die nächsten Spiele. Wünsche mir noch mehr Zuschauer wieder im Hölzchen. Es geht weiter. Danke. Bis dann.